Was trifft dich denn mehr? Wenn einer oberflächlich kritisiert, so sagt, ja, Titten, da die Lippen, die Nase. Oder wenn einer sagt, sie ist dumm. Ich glaube Oberflächlichkeit, weil ich weiß, ich bin nicht dumm und das würde mir so egal. Okay, okay. Aber wenn sie halt über mein Äußeres die ganze Zeit diskutieren, oh Gott, Plastik, ja. Bist du hässlich, du schaust aus wie eine Transe, habe ich schon oft gehört. Whatever, okay. Ja, ich hab's. Dann bin ich halt eine Transe, aber trotzdem, meine Stimme. Was geht, Freunde? Mein Name ist Bruce, ihr seid ja auf Bruce World. Freunde, yes, yo, also, ich habe euch gesagt, 3 Videos bekommt ihr von der FIBO-Messe, vom Tech-Plus-Stand, da habe ich mir diesmal besorgt. Lucy, wie gesagt, sie hat Big Brother-Staffel letztes Mal gewonnen, ich habe mit ihr unter anderem darüber gesprochen, wie man sich in so einem Haus fühlt, wie die Psyche darunter eventuell leidet oder wie man sich verändert. Wir haben gesprochen über Tech, FIBO, Sport, ihr Job, was sind eigentlich Zukunftspläne, wie sieht das aus? Ja, Freunde, ich halte das Intro kurz, ich würde sagen, wir steigen ein und sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Was geht ab, Freunde? Ich bin immer noch auf der FIBO-Messe hier, Tech Plus Stand, und da habe ich eine der Tech Plus Mitarbeiterinnen wiedererkannt. Hey, Lucy, wie geht's dir? Dankeschön. Ja, heute letzter Tag. Bisschen müde natürlich, geschlaucht von den letzten Tagen, aber es ist sau viel los, die Leute sind mega freundlich und ja, man genießt das einfach. Sag mal, ich kenne dich ja, beziehungsweise wir haben uns ja schon in Berlin kennengelernt, noch bevor du im Big Brother Haus warst. Und da hast du uns noch davon erzählt, ne? Und ich weiß noch, wir waren Burger essen, weißt du noch? Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Wie hieß das? Skalitzer Straße? Beim Rogelander in der Nähe waren wir, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Toilette, die umgefunktioniert wurde zum Burger. Ich hab vergessen, wie heißt. Stimmt, ja, genau. Auf jeden Fall. Da hast du mir erzählt, dass du da reingehst und dass das nur Dings. Jetzt nach der Big Brother Geschichte, also kurz dazu, bevor wir das erzählen, kurz dafür für die Leute, du hast das Big Brother Ding mitgemacht und gewonnen. Richtig. So, erst das, okay, da kommen wir gleich wieder zurück. Also, wie hat sich dein Leben verändert danach? Danach. Bist du jetzt ein anderer Mensch? Ja, aber du wirst jetzt lachen. Man ist wirklich ein bisschen ein besserer Mensch, glaube ich, geworden. Also, du verstehst viele Sachen. Jetzt viel mehr, du kannst dich ein bisschen anders, so, ne? Es ist einfach anders und musst dir vorstellen, du hast mit 15 Leuten auf einem ganz engen Raum über eine ganz, ganz lange Zeit gelebt, hast keinen Kontakt zur Außenwelt, du weißt nicht, was draußen geschieht und im Prinzip also du und dein Kopf, das ist ein Team und du interpretierst ganz viele Sachen falsch oder wirst halt von den Leuten, natürlich wir sind alle Konkurrenten gewesen, man muss aber doch irgendwie probieren mit den Freundschaften zu schließen. Ja, ja, klar, ja. Das ist so eine zwischengespaltene Beziehung gewesen, also du lernst ganz viel so Zwischenmenschliches dazu. Ja, du lernst auch, warte mal, sag mal nur ganz kurz, weil ich muss zugeben, ich habe das nicht ganz so krass verfolgt, ne? Weil ich sag dir auch warum, ich sag dir sofort warum, ich mach das mal nur niedriger, weil du zu mir stehst und die Leute, glaube ich, dich auch gerne sehen wollen. Warte, ich mache das mal hier hin. Ich glaube, hier ist noch besser. Damit die Leute die schöne Frau auch sehen. So, weil du immer so stehst. Genau, perfekt. So. Also ich muss sagen, ich habe das nicht mehr verfolgt seit den ersten 2 Staffeln so. Damals Slutko und so. Und der weiß, dass ich mich nur an den Namen erinnern kann, sagt ja schon vieles aus. Viele weitere Folgen, also da war dieser Effekt krass. Die Leute gehen rein, die wissen nicht, was passieren wird. Die Zuschauer, wir wussten nicht, was passieren wird. Und dann war das so ein Phänomen. Mittlerweile ist es ja schon die x-te Staffel, keine Ahnung. Ja. Und hast du nicht darüber nachgedacht, ey Alter, ich gehe jetzt in so ein Ding rein. Ist schon Asbach-Ohrhalt, ist schon, weißt du, ausgelutscht so. Hast du darüber mal Gedanken gehabt, überhaupt erstmal? Natürlich, also ich hätte mir früher niemals, glaube ich, im Leben überhaupt gedacht, dass ich bei so einer Reality-Show mitmache. War auch gar nicht so wirklich auf Fame raus oder so. Auf was ist man denn raus, wenn man dann reingeht? Ich muss sagen, also bei mir war es so, du kommst auf einen Punkt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wo du gar keine Ahnung hast, was du eigentlich vom Leben willst. Ja. So, ich bin 25, also 26. Ja. Will ich jetzt irgendwie erwachsen werden oder will ich noch irgendwie meinen Fitnessjob weitermachen und irgendwie so ein bisschen im Vordergrund stehen? Und da war ich und ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen möchte. Und das war so quasi so eine kleine Rettung. Okay, ich gehe jetzt dort mal rein und überlege mir diese 3 Monate, sollte ich 3 Monate drin bleiben, ob ich, vielleicht finde ich einfach zu mir und
ja, was später passieren wird. Hat sich das dann, sagen wir mal, beruflich, jobtechnisch, Jobs und so weiter, das zahlt sich schon aus, ne? Wenn man ein bisschen diesen Fernsehfame abcheckt? Ja, ich muss sagen, dieses Jahr war es ja auf Six und nicht auf RTL, da hast du weniger. Genau, genau. Six, da hat man ja noch mal weniger, ne? Genau, du hast erstens weniger. Six ist ja, was ist das, ein Frauensender so ein bisschen, ja, ne? Genau. Aber warum läuft sowas auf dem Frauensender? Ist ja... Ist das ein Frauending mehr oder ist es einfach nur... Nee, ich denke mal, dieses Jahr, es gab ja 4 Jahre kein Big Brother mehr. Ja, genau. Und sie wollten das ein bisschen mehr aufziehen, damit sie jüngere Leute irgendwie anziehen. Und heutzutage sind ja diese Liebesgeschichten und so alles in. Nee. Und ich denke mal, die wollten einfach irgendwie ein bisschen jugendlicher gestalten und ja... dass da halt ganz viel Gossip geschieht und so. War dann im Prinzip nicht so gelaufen, wie sie es wollten. Wie ist das denn? Wird denn da auch ein bisschen manipuliert? Wird da auch gesagt, guck mal, Lucy, komm mal hier zur Seite, die Quote ist ein bisschen scheiße. Wäre nicht schlecht, wenn ein Doggy passiert. Also, wäre nicht schlecht, wenn irgendwas passiert. So. Doggy wollten sie von mir nicht. Nein, aber dass man sagt, ey, guck mal, so kennst du dieses im Mund legen. So. Du findest den doch auch ganz toll, oder? Ja. Das war definitiv so. Ja, oder? Ja, ganz krass. Sie haben auch ganz viele Situationen extra rausprovozieren wollen. Ja, auch normal. Ich glaube aber, ja, wenn du mental ein bisschen stärker bist, dann machst du halt den ganzen Scheiß nicht mit. Und das habe ich auch nicht. Also man hat von mir weder ein Nippel gesehen im Fernsehen, noch habe ich mit jemandem rumgemacht. Ich glaube, man hätte sich das gewünscht so ein bisschen. Aber ja. Ich glaube, deswegen kannst du sagen, kann man sagen, deswegen hast du gewonnen, weil du so optisch auch das hast, oder ist es nicht so? Nee, also... Ich habe wirklich gar nicht geguckt einfach. Ich habe nur dich verfolgt auf Facebook, weil wir Facebook-Freunde sind. Ja. Ich hätte nicht mal mitgekriegt, dass Big Brother wieder läuft. Ja. Also so... Ist schon ein bisschen durch, die Idee auch, so. Ist, ja, ist es auch vollkommen. Aber meine Botschaft war ja im Prinzip, ich wollte mit der Botschaft rein ins Haus, dass man nicht immer nur durch das Plastische und Geschminkte, Optische beurteilt werden soll, sondern dass dahinter auch eigentlich vielleicht eine klügere Frau steckt, als sie vielleicht aussieht. Und das habe ich dann im Prinzip geschafft. Ich war die Ehrlichste. Also ich habe beim Lügendetektor als Einzige im ganzen Haus kein einziges Mal gelogen. Ich war nicht auf dem... Lügendetektor haben die gemacht? Ja, wirklich? Wir haben ganz viele krasse Sachen gemacht. Wir haben eine ganze Woche Kohlsuppe gegessen. Ich habe dort gelernt, wie man Kerzen gestaltet und so weiter und so weiter. Also ganz viel Kram lernst du da eigentlich viel dazu. Und ja, also ich bin eigentlich stolz auf mich, dass ich der Mensch bin, der ich bin. Sag mal, es gibt ja die Theorie, dass man sich eine gewisse Zeit verstellen kann, aber irgendwann kommt dieser Moment, da kann man sich nicht mehr verstellen, gerade wenn man wütend ist oder eifersüchtig oder diese harten Gefühle, dass man dann aus sich rauskommt und die Kamera auch vergisst. Kann man sagen, man hat irgendwann nach ein paar Wochen schon die echte Lucy dann gehabt? Am Anfang ist man ja schon wahrscheinlich erstmal, man weiß nicht und ja, ich bin Lucy. Schöne Seite und so, Schokoseite. Aber irgendwann ist man dann doch, ne? Dann lernst du, hast du dann viel über dich selbst gelernt, wo du sagst, ey, Alter, das wusste ich vorher nicht von mir selbst so. Mhm. Ich wusste sehr wohl alles von mir und ich habe mich von Anfang an nicht verstellt, deswegen war ich die ganze Staffel gleich. Aber das war auch mein Pluspunkt, weil die anderen sich die ganze Zeit gut gestellt haben. Also ich habe gleich... von Anfang an die Bad und die Guten. Genau, ja, weiß ich nicht, ich hüpfe im Fernsehen, ich habe über Kacken geredet und so stinknormale Sachen, weil wir sind alle gleich. Die anderen haben sich halt die ganze Zeit gut gestellt und nach einem Monat hast du dann mitbekommen, dass die Leute eigentlich nur Geschauspiele haben, genau. Gab es Momente, wo du so enttäuscht warst dann von Leuten, so richtig krass, ja, ist das so? Ja, sehr krass, ja. Also, weil obwohl man die ganze Zeit weiß, das ist eine Competition hier eigentlich, verliebt man sich schon, also jetzt nicht verlieben in einen Mann, sondern schon in ein paar Leute. Man sagt, ey, das ist ein geiler Typ oder das ist eine geile Frau, mit der kann man gut. Ja. Und danach denkt man, ey, die hat die ganze Zeit nur Scheiße über mich geredet. Richtig, so. Ja. Krass, also, das wird mich voll aufregen. Ja. Ich könnte bei sowas nie mitmachen, ich würde direkt durchdrehen. Ja, aber deshalb habe ich mir auch keine einzige Folge, nachdem ich draußen war, angeguckt. Ne? Also ich will das auch gar nicht wissen oder hören, was sie eigentlich über mich gelabert haben. Aber ich weiß das ungefähr und ich glaube, wir haben alle solche in unserem Umkreis, die ins Gesicht sagen, boah, Ruth, schaust du geil aus. Genau. Ja, aber du bist ein geiler Typ. Genau, so. Und dann drehst du dich um und denkst, boah, Ruth. Man, ja, oft ist das so, man will gar nicht wissen, was die Leute denken, denn oft ist das ja auch so, das, was man woanders sagt und so, vielleicht ist das nicht 100% die Meinung, man sagt auch so etwas voll oft,
Ja, die Menschen sagen so etwas ja auch einfach unter Einfluss von Gruppendynamik oder man will irgendwo ankommen. Ja, oder die Kamera läuft. Richtig, ja, ist genau. Es. Ja, aber ich denke mal, du bist ja auch schon stark genug. Ja, ich muss ein bisschen Zeck nehmen, habe ich gesagt. Nee, aber ich denke mal, dir ist das scheißegal, was die Leute von dir denken. Ja, aber genauso, wie man kann, also ich denke, dass es mit den Jahren immer egaler, irrelevanter geworden ist, so für mich, was die Leute denken. Aber ganz egal wird es, glaube ich, nie irgendwo. Gerade ich mache ja viel vor der Kamera. Ja. Irgendwo ist man schon immer noch, man guckt so meinen die wirklich? So, weißt du? Ich glaub, aber ganz egal, nie. Aber ich denke schon, dass es sind so die Tage, weißt du? Du hast mal ab und zu so einen schwachen Tag und genau da erwischt dich. Und dann tut es ein bisschen weh oder du denkst ein bisschen nach. Und dann gibt es wiederum Tage, ist mir scheißegal. Was trifft dich denn mehr? Wenn einer oberflächlich kritisiert, so sagt, ja, die Titten, die Lippen, die Nase. Oder wenn einer sagt, sie ist dumm, aber sie sieht gut aus. Weißt du so, ob wenn er auf Charakter geht oder auf Oberflächlichkeit? Ich glaube Oberflächlichkeit, weil ich weiß, ich bin nicht dumm und das würde mir so es prallt ab. Genau. Okay, okay. Aber wenn sie halt über mein Äußeres die ganze Zeit diskutieren, oh Gott, Plastik, bist du hässlich, du schaust aus wie eine Transe, habe ich schon oft gehört, whatever, okay. Ja, ich hab... Dann bin ich halt eine Transe, aber trotzdem, meine Stimme, ja, aber meine Stimme ist jetzt vom Schreien, die ist normal, ich weiß nicht, ja, genau. Jetzt ist aber, das ist Zeckwagen. Ja, okay, genau. Ich dachte schon. Man muss noch ganz kurz sagen, du hast einen süßen Akzent, so schreien und so. Du bist aus Wien, ne? Ich bin aus Wien, aber ich bin in Weißrussland geboren, habe dort 12 Jahre lang gelebt und deswegen... Auch noch russisch, Remix, österreichisch, deutsch, ist alles over. So. Genau. Alles over. Ja gut, sag mir noch mal zuletzt, zum Abschluss, was machst du hier bei Zeck Plus? Wie kommt das denn? Wir sind seit 3,5 Jahren eigentlich schon zusammen. Ich war eine der ersten im Athletenteam, also mehr natürlich... Also lange bevor der Fame jetzt kam? Ja, schon viel länger, genau, okay. viel länger. Ich habe mich schon davor für Fitness interessiert, war Trainerin, also eine sehr bekannte Trainerin bei uns in Wien und so bin ich dann zu Zeck Plus gekommen und wir arbeiten seit Jahren zusammen. Ich habe ja auch einen Laden in Wien, wo ich Zeck Plus als einzige... Stimmt, da warst du mir in Berlin mal erzählt, du hast dieses Genau. Und ich habe als einzige halt die Zeck Plus Produkte dabei bei uns und ja, deswegen, also in Wien verbindet mich jeder eigentlich mit Zeck Plus. Okay, cool. Gut, ich danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns gleich. Du musst arbeiten, ich muss arbeiten. Zeck. Zeck. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Yes, Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Dame findet, ob ihr sie überhaupt kanntet, ja, vielleicht sagt ihr ein oder andere jetzt, ja, ich kannte das, weil ich muss zugeben, ich kenne sie ja vorher, vor Big Brother und so, aber ich habe Big Brother nicht geguckt, ehrlich gesagt. Habt ihr das denn geguckt? Kommentiert mal und schöne Grüße an das Zeck-Team, an Lucy und Freunde, abonniert meinen Channel Bruce World, wie macht man das jetzt, wenn die Kamera vorne so, like das Video, abonniert den Channel, ich bin so voll, deswegen habe ich das so gemacht. Freunde, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen.